als sein Bruder. Olympiasieger, 96 in Atlanta. Links, der große Bursche. 101,4 Kilo, schwer. Und der Gegner, Bill Michael Corrigan, 33 Jahre alt, 103,1 Kilo, ein bisschen schwerer, aber mit 1,88 Meter, 13 Zentimeter kleiner. Auch für Wladimir Klitschko der dritte Profikampf. Auch er hat seine ersten zwei Kämpfe gewonnen durch K.O. in der ersten bzw. zweiten Runde. Also dieser Corrigan sieht schon ein bisschen besser aus, austrainierter. Er kommt aus Minneapolis und er versucht es mit der Rechten. Wladimir ist ein bisschen dynamischer, schlägt ein bisschen explosiver als sein Bruder Vitali. Und da war die Linke. Und da wackelt Corrigan. Ringrichter Kurt Ströer aus Rüsselsheim zählt den Amerikaner an. Noch einmal eine linke Hand. Und das war's. Ringrichter Ströer macht Schluss. Aus. Das hat keinen Zweck mehr. Also auch hier Sieger in der ersten Runde durch technischen K.O. Wladimir Klitschko. Dritter Kampf, dritter Sieg. Aber auch da die Frage, wie geht's weiter mit ihm? Er braucht andere, er braucht bessere Gegner. Na, das ist seine Stärke. Er schlägt mit beiden Fäusten gleich hart, auch mit der linken Hand. So, der Ringer sagt nein, meine Damen und Herren, aber ich darf noch nachfragen. Bill Michael Corrigan. Ja, das war eine linke aufs Ohr. Auch ein bisschen Schläfenpartie dabei. Also, Corrigan war fertig. Von dem Sieger wissen Sie alles. Er ist vom Beruf Lehrer. Verheiratet, hat ein Kind. Wohnt in Kiew, ist 2 Meter groß, ja, und liebt Musik und Hunde.